Hallo, hallo alle da draußen vor den Bildschirmen. Willkommen in Deutschland, in Bayern, in Bamberg. Willkommen am Sprachinstitut Treffpunkt Online. Mein Name ist Alexandra. Ich bin die Leiterin von Sprachinstitut Treffpunkt Online. Heute kommen wir in die fünfte Runde unserer Denkmalserie. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Treffpunkt Online und dem Künstler Ralf Metzenmacher. Wir wenden uns mit diesem Projekt an Liebhaber und Freunde der deutschen Sprache, die auf diesem Wege etwas Neues über Kunst, über Ungehörtes und Unerhörtes erfahren möchten, über Geschichte und Kultur hier in Deutschland und die als Deutschlerner auch ihr Hörverstehen schulen möchten. In der Denkmalserie hat der Künstler Ralf Metzenmacher insgesamt 25 Personen porträtiert. Wir haben aus dieser Gruppe 6 Personen ausgewählt. Die Personen, das war uns wichtig, sollten alle Deutsche sein und sie sollten, das ist auch einer der Hauptpunkte bei diesem Projekt, etwas Nachhaltiges geschaffen haben oder etwas, was sie besonders auszeichnet und was einen Mehrwert auch für die Gesellschaft hat. Und nachdem wir uns schon mit Beethoven, Beuys, mit Marx beschäftigt haben und das letzte Mal mit Adolf Kolping, beschäftigen wir uns dieses Mal endlich mit einer Frau. Okay, nicht mit mir, wir beschäftigen uns mit Nina Hagen. Nina Hagen ist eine, ja, ihr werdet es noch hören, aber vielleicht schon so viel, sie ist eine Punk-Ikone und sie hat unglaubliche Fähigkeiten, auch was ihr schauspielerisches Talent anbelangt und vor allem ihre Stimme. Sie ist gigantisch. Sie singt über 4 Oktaven. Ich weiß nicht, wer sich das vorstellen kann, 4 Oktaven zu singen plus ein Ton. Einzigartig. Deshalb jetzt freut euch auf den Künstler, der Nina Hagen porträtiert hat, Ralf Metzenmacher, und auf Joachim vom Sprachinstitut Treffpunkt Online, der Ralf Fragen zur Kunst stellen wird, zu seinem Bild und natürlich auch zu Nina Hagen und warum er sie porträtiert hat. Noch eine ganz kleine Bitte zum Ende. Bitte schaltet euer Video aus und schaltet euch stumm. Jetzt geht es los und ich setze die beiden Herren jetzt in den Fokus, verabschiede mich und schalte die Kamera um. Hallo und schönen Abend. Noch nicht. Ach so. Jetzt. Hallo und schönen Abend. Hallo Joachim. Ja, hallo, schönen guten Abend auch von mir. Guten Abend Ralf. Hallo. Ja, es freut mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind. Vor 2 Wochen hatten wir ja den Adolf Kolping. Alexander hat es schon erwähnt. Und Adolf Kolping stand ja dafür, auch ein Multitalent zu sein, als Handwerker, als Priester und auch als Gründer einer Organisation. Heute haben wir als die Frau Nina Hagen mit nichts von diesen 3 Dingen, sondern sie wird als Godmother of Punk auch bezeichnet. Denn Nina Hagen wurde berühmt, bekannt schon noch zu DDR-Zeiten, aber auch durch die New Wave Welle, im Deutschen sagten wir die neue deutsche Welle. Sie ist jetzt gerade 65 Jahre alt geworden im März und damit eigentlich auch ein sehr schöner Anlass, auf dieses bewegte Leben von ihr zurückzuschauen. Ralf, du porträtierst ja mit deiner Denkmalserie Brückenbauer, die etwas Neues in die Welt gebracht haben. Was macht da Nina Hagen für dich interessant? Genau, nachdem wir ja schon mit Kolping einen Sozialreformer hatten, einen Beethoven, einen Musiker und mit Beuys einen Künstler, haben wir jetzt mit Nina Hagen eine ganz schillernde Persönlichkeit der Musik.
Und Nina Hagen hat einen besonderen Stellenwert aus meiner Sicht innerhalb der deutschen Musikwelt. Und sowas wie sie habe ich quasi in den letzten 30 Jahren auch nicht mehr in der Musikwelt entdecken können. Vielleicht weiß ich nicht alles, dann aber Nina Hagen ist 1976 ja, aus der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelt, weil ihre Mutter mit einem Dissidenten, mit Wolf Biermann zusammen war. Und deswegen durfte sie auch nicht Schauspielerei studieren, damals in der DDR. Und sie ist als erstes dann nach London gegangen und hat in London dort die Punkmusik für sich entdeckt. Und die Punkmusik ist damals ja etwas fundamental Neues geworden. Das heißt also, die Menschen hatten den Anspruch zu sagen, egal wie gut man Musik machen kann, Hauptsache wir machen Musik. Und wir zerstören das alte System mit dem, was wir tun. Und diesen Einfluss spürt man in der Musik Nina Hagens natürlich ganz stark, besonders in den ersten zwei Alben auch. Ja, wenn wir jetzt Nina Hagen anschauen, noch zu der DDR-Zeit, da hat sie ja sehr gut abgeschnitten bei einer Gesangsausbildung, die wohl kurz war, aber trotzdem sehr gut für sie. Und im Grunde hat sie ja zu der Zeit noch kein Punk gesungen, hat aber in der DDR schon in mehreren Bands gespielt. Genau. Und sie kam so ein bisschen aus der Schlagerwelt, sage ich jetzt mal, und suchte aber noch immer ihren Weg dann. Und ihr erster Hit, Du hast den Farbfilm vergessen, war auch tatsächlich ein Hit in der DDR. Und den kannte man auch im Westen, also in der Bundesrepublik. Und aber da spürt man schon so, da ist etwas Besonderes, weil das war so schrill, das war sehr außergewöhnlich damals schon, hatte aber so einen Schlager-Touch ein bisschen. Und Schlager vielleicht für alle, die das in Deutschland nicht kennen, es gibt keine Art von Volksmusik, also etwas Ursprüngliches, Deutsches, Musikalisches. Das gibt es zwar in Bayern und auch auf ganz lokaler Ebene, aber so im allgemeinen Gebrauch gibt es Lieder, die im Deutschen eher oberflächlich sind. Da geht es meistens um Liebe oder es sind so harmlose Sachen. Und die Folkmusik und auch der Rock'n'Roll und auch die Rockmusik, die kam ja dann erst von England und aus Amerika nach Deutschland in den 60er Jahren. Und Nina Hagen hatte dann quasi diese Eindrücke, die sie in London gewonnen hatte, dann mitgebracht nach Deutschland. Also für Nina Hagen steht ja für uns auch wie so eine, für die typisch deutsche Zerrissenheit zwischen DDR, zwischen Osten und Westen. Und es schien ja so, als sie dann im Westen ankam, war sie zuerst Berlin, dann London, USA und so weiter. Aber sie war dann wie losgelassen. Sie war dann wie auf so einem Selbsterfahrungstrip und hat Inspirationen von allen möglichen Gelegenheiten dann aufgenommen. Also Nina Hagen ist vom Prinzip her total fantasievoll. Das heißt also, sie hat so was Kindisches, sie macht auch immer Grimassen, sie bewegt die Augen und den Mund und sie hält nie still. Und ich glaube, so diese Jahre in der DDR, wo sie das nicht machen und ausleben konnte, sozusagen, da gab es so wie eine kleine Explosion, als sie dann in Berlin Musiker getroffen hatte, die nannten sich Lokomotive Kreuzberg. Das heißt also, es gab eine bestehende Band und die haben zusammengefunden dann mit Nina Hagen und sie haben etwas ganz Tolles damals erschaffen. 1978 war das und ich war damals 14 Jahre alt und für mich war das eines der musikalischsten Erweckungserlebnisse, die ich je hatte. Auch und noch nie habe ich so etwas Expressives, aber auch musikalisch Exzellentes gehört in deutscher Sprache, in deutscher Musik. Das war wirklich ein Hammerschlag damals in der Musikwelt, aus meiner Wahrnehmung aus. Und das ist auch, was dir von damals dann so zurückgeblieben ist, also in Erinnerung geblieben ist von ihrem Lebenslauf. Ja, aber vor allen Dingen auch ihre ganz besonderen Texte, ihre Betonungen. Und die Alexandra hat in der im Vorfeld schon gesagt, bedient vier Oktaven
Und es gibt einen Kritiker, der hat mal geschrieben, sie hat die Kälte einer Grace Jones, aber auch das Hysterische einer ganz frühen Tina Turner. Das heißt also, in ihr vereinen sich Varianzen, die bis dahin unerhört waren. Aber sie war doch immer sich selbst. Also sie war, ja, und sie hatte etwas Geniales. Also so die ersten Platten, oder bis heute ist es wahrscheinlich etwas Geniales und etwas Wahnsinniges. Also so die hatte so eine Balance aus Wahnsinn und Genie. Und das kam auch in den Texten zum Ausdruck. Das sah man am Cover, das war die Band, hat die super getragen. Und da sind ganz tolle Songs entstanden damals. Ja, wenn du sprichst von so etwas Wahnsinnigen und wenn wir dein Bild anschauen, also du weißt ja, mich ziehen ja so, zuerst immer so die Augen an. Und sie hat auch so einen wahnsinnigen Blick. Du hast vorhin schon einen Vergleich gebracht mit Grace Jones. Ich denke daran, dass sie die weibliche Klaus Kinski ist. Ah. Weil er ist ja auch der sich selbst zum Wahnsinn treibt, um sich als Kunstfigur optimal in Szene zu setzen. Genau. Deshalb, also wenn ich jetzt sie anschaue, also dein Porträt von ihr, so kann ich ganz viele Elemente jetzt darin sehen, die ich auf 1000 Bildern im Internet auch sehe. Also was ich damit sagen will, sie hat auch in Natur war immer ihre Augen so dunkel gefärbt. Also das ist zu 90% sieht man so die Bilder und sie hat auch sich selbst bunt in Szene gesetzt. Immer wieder mit anderen Farben, aber man hat sofort gesehen, es ist Nina Hagen. Ja, Joachim auch. Und man sieht quasi, sie hat sich Kürbisse oder so etwas in die Haare gesteckt. Ja. Das heißt also so dieses auf der einen Seite dieses naturverbundene Schrille, ne, aber dann mit diesen weit aufgerissenen Augen dann und diesem ganz roten Mund. Ja. Ne, das sind so ikonische Merkmale bei ihr auch. Und das macht auch diesen besonderen Reiz, weil also die deutsche Welt hatte da so etwas bis dahin noch nie gesehen, auch nicht gehört. Ne? Für mich ist das auch was ganz Besonderes, weil du sagst ja bei deinen Bildern im Allgemeinen, du möchtest keinen Fotorealismus machen. Also, und das ist jetzt für mich das erste Bild, wo du dich dem Realistischen, auch wenn Nina Hagen eine Kunstfigur ist, aber dass du dich diesem Realistischen, so wie man sie auch sieht in echt, dass du dich ihm so weit angenähert hast. Was hat dich denn jetzt dazu bewogen, von deinem ehemaligen Dogma so ein Stück wegzugehen und mehr zu dem Realismus? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn es schon eine Persönlichkeit ist, die so künstlich ist, sozusagen so, dass sie quasi von meiner Seite aus gar nicht mehr Kunst braucht, so um in Szene gesetzt zu werden, habe ich gedacht, dann komme ich vielleicht mit einer eher naturalistischen Darstellung der Person viel näher. Auf der anderen Seite habe ich die natürlich wie ein Alien gemalt, also so diesen starken Blauton, ja, ne, und dem ich dann dieses Pink entgegengesetzt habe. Also es gibt einen ganz starken Kalt-Warm-Kontrast. Also das heißt, alles, was sie tut, bewegt die Menschen, erzeugt eine Emotion auch. Und darüber wollte ich dann quasi ihr viel gerechter werden, als dass ich eine Verfremdung wahrgenommen hätte. Das ist interessant. Aber dann auch natürlich, wir sind ja beim Denkmal, also sie hat diese typische Fingerhaltung des Nachdenkens und mit den aufgerissenen Augen, also sie beobachtet ja eher was. Also sie nimmt halt mehr auf, als dass sie jetzt im Denken reflektiert. Ich würde dir eigentlich widersprechen. Sie strahlt mehr aus und aber natürlich quasi nimmt viel auf. Also so diese Balance sozusagen über die Augen, glaube ich, funktioniert das sehr gut. Und sie hat sowas Animalisches natürlich auch. Ne? Also so das so. Katze. Ja, so, ne? Also so ganz schräg kommt das. Und ich glaube, das entspricht auch ihrem Selbstverständnis. So würde ich jetzt mal denken. Aber ich kenne Nina Hagen persönlich natürlich nicht. Ne? Ja, von Nina Hagen, wenn man sich die Videos auch anschaut auf YouTube von den Konzerten und also das ganze Spektrum, sie war ja dann, hat einen Kirchentag gesprochen und da solche Dinge, dann inszeniert sie sich
jedes Mal. Also Grünehagen ist eine Inszenierung. Ja und nein. Die Frage ist immer quasi, ist tatsächlich eine Grenze zwischen der Privatperson und der Kunstperson möglich? Und ich glaube, dass das miteinander verschmolzen ist. Und im deutschsprachigen Raum kenne ich eigentlich nur noch Udo Lindenberg, dem das ähnlich auch gelungen ist, wo diese Welten eins werden, wo man zwischen Kunst und Person nicht mehr unterscheiden kann. Ja, noch ein anderer Aspekt ist auch für mich jetzt interessant bezüglich des Denkmals, denn Nachdenken oder über etwas nachdenken ist ja immer ein Gegensatz zu Spontanität und Unberechenbarkeit. Und das ist aber ja gerade in Grünehagen. Also da tut sich der Kontrast. Und vor allen Dingen, wenn man vergleicht, was Grünehagen 78, 79, 80 quasi erschaffen hat, und wenn man das versucht zu vergleichen mit dem, was es heute in der deutschsprachigen Musikwelt gibt, gerade in dem Bereich Frauen. Und da gibt es Bands, die heißen dann Wir sind Helden. Ne? Die heißen zwar so, das ist aber kein einziger Held auf der Bühne. Und auch keine Heldin im Sinne, so wie ich es bei Grünehagen verstehen würde. Und sie hat einen ganz komplizierten Charakter anscheinend auch. Das heißt also, mit ihr zusammenzuarbeiten ist extrem schwierig. Und nach zwei Platten hat die Band sich ja auch von ihr getrennt. Und die Aufnahmen zur zweiten Platte, die ich mir damals gekauft habe, die heißt Unbehagen, hat die Band unabhängig von ihr die Studioaufnahmen gemacht und sie hat den Gesang ohne Band eingespielt, weil die nicht mehr miteinander zusammenkommen. Die haben sich geweigert, Grünehagen mit im Taxi mitzunehmen zum Studio, weil die waren quasi, diese zwei Planeten passten nicht zusammen, obwohl ihre Botschaft Liebe ist. Und sie will ja mit der Liebe quasi alles Böse und alles Schlechte besiegen. Ja? Und sie hat so etwas Esoterisches. Sie hat so einen indischen Einfluss. Aber ich glaube, also ihre Tochter heißt ja auch Cosma Shiva. Das heißt also, sie hat so etwas Religiöses, aber etwas Verbindendes. Und ich glaube, genau so auf diesem Grat wandert sie. Und dann ist es schwer als Musiker oder als Musikerin mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie hat ja Gospel-Geschichten gemacht und Soul, sagt sie, hat Kurt Weill gemacht in Berlin beim Ensemble. Das heißt also, sie ist künstlerisch hochaktiv, macht fantastische Sachen, ist aber wahrscheinlich als Person und im Umgang sehr schwierig, sehr extrovertiert auch und vielleicht sogar introvertiert. Also man kann es vielleicht gar nicht genauso unterscheiden. Mit der Liebe, du hast es schon angesprochen, ist ein zentrales Thema bei ihr im Leben. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie auch in der Richtung so ein Lebensmotto hatte. Ich muss das gerade mal vorlesen. Ihr angebliches Lebensmotto ist: Ich glaube, dass man das bisschen Scheiße und Böse, das es gibt, weglieben kann. Genau, und daran siehst du die Radikalität. Also quasi alles, was sie macht, macht sie radikal. Da ist kein Larifari, da ist nichts Weichgespültes, sondern ich glaube, wenn die das macht, dann macht die das richtig so wie beim Punk. Also so da erkennt man so diese Energie, die nötig ist, um die Dinge auch durchzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es sehr zwiespältig, weil die Band, mit der sie zusammengearbeitet hat, die hat sich, nachdem sie sich getrennt haben, in Spliff benannt. Und Spliff hat eine eigene, sehr großartige Karriere hingelegt und mit extrem exzellenten und auch innovativen Musikern. Und diese Kombination ist ihr, glaube ich, nicht mehr wirklich gelungen. Jetzt bin ich nicht der Fachmann für all die anderen Platten. Und ich war sehr erstaunt zu erfahren, dass Grünehagen die erfolgreichste deutsche Sängerin ist. Also man vermutet, dass sie ein Vermögen hat von 146 Millionen Euro und dass sie im letzten Jahr schon auf über 40 Millionen Dollar verdient haben muss. Aber mit einer Modelinie, mit Parfum, mit einem Restaurant und natürlich auch mit der Musik. Das heißt also, so schräg und schrill, wie das erscheint, so erfolgreich ist sie mit dem, was sie tut. Und ich glaube, sie ist immer mit 100% im Herzen dabei. Jetzt hast du schon ein paar Aspekte, mehrere Aspekte angesprochen aus ihrem Leben. Kommen wir nochmal zu dem
Aspekt zurück oder kommen wir mal dorthin, was bei deiner ganzen Denkmalserie eigentlich schon Thema war, bei jedem in der, mit einer anderen Facette, nämlich das Stichwort Religion. Mhm. Du erwähntest ja schon, dass sie sich dem Hinduismus zugewandt hatte. Ich glaube, das Buddhismus, das war Mitte der 2000er Jahre. Aber als sie anfing mit ihrem Punk, hat sie auch mal über die Bühne gedonnert, Gott ist tot. Genau. Und hat damit das... Gott ist tot. Ja, das ist geil. Und das ging dann so weit, dass sie sich vom Buddhismus auch wieder abgewendet hat und hat sich dann von einem evangelischen Pfarrer zum Protestantismus taufen. Und sie hatte mal einen 17-jährigen Punk geheiratet. Und sie war nur eine Woche verheiratet. Also sozusagen mit der Meldung hat schon die Welt sich gefragt, was macht sie da eigentlich? Und es ging auch nur eine Woche gut, jetzt im Sinne der Ehe. Aber ich glaube, die künstlerische Qualität, mit der sie alles, was sie tut, macht, sozusagen ist herausragend. Dann, und sie, ich würde immer so beschreiben, sie neigt dazu zwischen Genie und Wahnsinn, denn der Teil des Wahnsinns überwiegt schon mal. Ne? Aber trotzdem ist das quasi beides aus dieser Welt. Und wenn man es so betrachten kann, dann, glaube ich, macht alles, was sie macht, auch einen totalen Sinn. Und ich würde mir wünschen, dass junge Frauen sich Nina Hagen als Vorbild nehmen, wieder die Tür aufgemacht hat für einen Feminismus, für eine Gleichberechtigung, die erste Frau war im deutschen Fernsehen, die gezeigt hat, wie man masturbiert als Frau. Das ist so etwas total Unerhörtes. Ne? Also sie hat Grenzen gesprengt. Ne? Und das heißt, es war für Moderatoren und für Fernsehleute immer eine Gefahr, wenn sie die eingeladen haben, die Nina, weil sie immer nicht wussten, was kommt auf sie zu. Und da ist der Vergleich mit Klaus Kinski, glaube ich, genau der Richtige. Ja. Ja, diese, du hast ja schon so ein paar Stationen auch angesprochen, die also eigentlich konträr zueinander stehen. Aber siehst du darin jetzt eher einen Widerspruch in ihrem Leben oder eine gewisse Logik der Persönlichkeitsentwicklung? Ich glaube, dass es eine Logik, eine Konsequenz ist dann aus all dem. Mir tut es immer ein bisschen leid, weil man, also ich würde ihr ein bisschen Frieden wünschen, ja. Sozusagen. Aber vielleicht bin ich zu normal. Ja, also das heißt, ich bin aber auch gar kein Maßstab natürlich, sondern wenn sie mit dieser Art und Weise glücklich ist und sie ist jetzt 65 ja. Und total erfolgreich, also von daher, wer weiß, was noch alles kommt. Ja. Kommen wir nochmal zur Farbe zurück. Du hast ja immer eine sehr dominante Farbe drin. Also am meisten ist mir das aufgefallen bei Karl Marx. Mhm. Und da war es das Rot. Also das Rot transportiert natürlich den Kommunismus als Symbolfarbe. Hier ist es der Alien. Aber also um ganz ehrlich zu sein, für mich ist der Alien zu abstrakt. Also der ist für mich ganz, ganz weit weg. Mhm. Ich kann auch den Alien... vielleicht als gesellschaftliche Komponente so sehen, aber... Herausragende Persönlichkeiten, ne, die so schrill sind, das kann das Denkmal nicht solide sein oder schön. Nein, das muss auch schrill sein. Das heißt, vielleicht sozusagen ist auch in der Reihe der Denkmale herausragend. Ne? Und im Vergleich quasi zu all den anderen sieht man dann quasi... Die anderen haben große Werke hinterlassen und sie ist aber auch gleichzeitig eine große Persönlichkeit, eine schrille Persönlichkeit. Und ich glaube, so dieses fantasievolle Schrille ist ihr Kern. Ist es das, was auch Nina Hagen uns aus deiner Sicht mit auf den Weg gibt? Also wenn man sie so sieht, es ist unterhaltsam, aber für viele ist es nachvollziehbar. Ja, es ist viel mehr als unterhaltsam und ich glaube, der Wolf Biermann hat mal über den Lindenberg gesagt, er wäre das Ölauge in der deutschen Wassersuppe. Und ich glaube, dass der deutschen Normalität und des grauen Graus quasi so ein Paradiesvogel wirklich gut zu Gesicht steht. Und wir bräuchten mehr solcher Paradiesvögel. Ralf, das ist ein schönes Schlusswort auch. Das kann man schon sagen. Wir schauen uns noch ein bisschen
diese schöne Nina Hagen von dir an. Und ja, ich denke, jetzt als Ausblick, wir machen noch weiter mit unserer Denkmalserie und wollen das nächste Mal am 16. Juli, wenn ich richtig informiert bin, uns über den Adenauer unterhalten, also der erste Bundeskanzler nach dem Zweiten Weltkrieg. Der erste deutsche Bundeskanzler. Vielen Dank erstmal für eure Teilnahme und ja, ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet, auch an Nina Hagen und an unserem Gespräch, und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Oder wenn Fragen gestellt werden, natürlich, also sehr gerne, stellt uns Fragen und wir bemühen uns natürlich, passende Antworten zu stellen. Gibt es Fragen? Hat jemand Fragen? Ich muss jetzt mal stumm stellen, dass wir wieder alle Stummschalten aufheben hier, bitte. Ja, Moment mal. Audio ein, alle. Okay. So, Bryson, du hast dich immer so gut auf alle vorbereitet. So, wir nehmen an, du hast auch was über Nina Hagen gelesen oder erfahren, oder kanntest du sie schon? Ist sie in Kanada bekannt? Nee, überhaupt nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte mich ein bisschen schlau machen, aber das habe ich Entschuldigung, Bryson, Entschuldigung, ich habe... Bitte? Entschuldigung, Bryson, du musst noch mal anstellen. Ralf konnte dich nicht hören. Nina Hagen ist in Kanada überhaupt nicht bekannt. Ganz ehrlich zu sein. Überhaupt nicht. Ich wollte mich ein bisschen schlau machen vorher, aber das habe ich vernachlässigt. Ich habe aber etwas von Biermann, von Wolf Biermann angehört, weil der Name dann vorkam. Und ich glaube, der war sehr gesellschaftskritisch. Ja, vor allen Dingen in der DDR, Bryson. Wenn ich das kurz anfügen darf, Nina Hagen hat eine große USA-Tournee gemacht, 1984. Und das kann natürlich sein, dass das alles vor einer Zeit war, wo wir noch ganz klein waren. Ja? Und dass man das quasi nicht auf dem Schirm hatte. Und sie hat 1986 vor 300.000 Leuten in Rio de Janeiro ein großes Konzert gegeben. Und sie muss heute noch in den USA, jedenfalls in der Underground-Punk-Szene, einen sehr hohen Stellenwert haben, ohne dass ich das selbst persönlich wüsste, natürlich. Also. Ja, gut. Und leider habe ich verpasst. Sie hat Platten gemacht, auf Englisch übrigens. Fearless heißt eine LP, die sie rausgebracht hat. Die hat sie gleichzeitig in Deutsch und in Englisch rausgebracht. Und mich heutzutage, ich denke, sie fühlt sich als Kosmopolitin. Sie hat auf ihren Platten immer deutsche und englische Sachen da, oder auch andere Sprachen kommen schon mal vor. Bryson, hattest du schon mal ein Lied gehört von ihr? Leider nie. Das ist doch gut. Okay, vielleicht kann ich spielen. Was jetzt? Ja, oder über die große Anlage. Bryson, es gibt eine... Ich kann mal versuchen, das hier zu machen. Ich glaube, amerikanische Punkband, sie heißen The Tubes. Und die Nina Hagen hat als einer ihrer ersten Songs den auf Deutsch gemacht. Und der heißt auf Deutsch, ich glotz TV, ich gucke Fernsehen. Und vielleicht sozusagen kennst du das aus... der Punk-Vergangenheit, The Tubes, war eine sehr anerkannte, sehr erfolgreiche Punkband. Oh. Könnt ihr den Bildschirm sehen, den ich gerade teile? Ja, ich kann auch die verschiedenen Links auch erkennen. Ganz genau. Ja. Ich kann die dir dann auch zuschicken, auch per Mail. Ich habe mal ein paar aus unterschiedlichen Zeiten herauskopiert von YouTube. Das ist 1974. Du hast den Farbfilm vergessen. Da war sie noch Schlagersängerin in der DDR. Und dann schon 1978, dann Nina Hagen Band, dieses Lied Naturträne, wo sie auch ihre ganze Stimmbandbreite zum Besten gibt. Dann auch ganz toll, auch sehr hörenswert, finde ich, ist beim Jazz Festival in Burghausen.
Und dann auch noch einmal 2009 ein bisschen mehr kitschiger, ein bisschen weicher, aber auch eine ganz andere Nina Hagen. Somewhere. Das wäre nett. Wär nett. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das vorspielen darf hier. Ja, genau. Das vielleicht lieber, wir dürfen es wahrscheinlich jetzt hier nicht anspielen, aber ich werde das auf die Seite stellen bei uns unter News, auf der Website, und da kann man sich dann diese Tipps runterladen. Aber wenn man die Texte sich anguckt, dann musst du feststellen, wie stark und verrückt diese Sachen sind. Und noch, also ich kenne niemanden, der in solcher Poesie und gleichzeitig Klarheit Dinge benannt hat in der deutschen Sprache. Also es würde sich tatsächlich lohnen, und zwar aus der weiblichen Perspektive heraus. Und das ist das Besondere. Also so kraftvoll, so energetisch und so auf den Punkt quasi dazu zu stehen, wie die Welt ist, da kenne ich keine zweite dann auch. Da interessieren mich doch vor allem jetzt auch die weiblichen Zuhörerinnen, die wir heute Abend haben, was sie zu Nina Hagen sagen oder was sie meinen oder ob sie überhaupt eine Meinung haben, ob sie eine Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Geh mal hier auf Frauke. Hat sie, also die Debbie fragt, die hat geschrieben, sie wollte wissen, ob die Texte selbst geschrieben hat. Ja, in der Regel ja. Den ersten Song, du hast den Farbfilm vergessen, der kam von jemand anders, aber in der Regel macht sie die Texte selbst. Ja. Ja. Das sind auch sehr schrille Texte. Ja, extrem schrill. Ich möchte ein Fisch im Wasser sein, in Flaschen tiefen grünen See. Ich möchte mit Wasser mich besaufen und ein paar Blasen blubbern. Was er dann will, das ist mit Rettung schweigen und in Ruhe tun, was er sonst nie kann. Und ich soll lüllen. Und dann spielt sie das Lied rückwärts. Ja. Alex, du hast mich angesprochen. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich höre mich selber nicht. Schlecht. also ich fand diese religiöse Phase von Nina Hagen, ist ja immer noch so ein bisschen, aber als sie so, ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen esoterisch manchmal geredet hat, die fand ich ein bisschen schwierig, anstrengend auch. Weil das dann manchmal auch ein bisschen naiv wirkte. Und die ist ja alles andere als naiv. Und da fand ich die als junge Phase radikaler und diese esoterische Phase fand ich ein bisschen, wenn ich da Interviews gesehen habe, konnte ich schlecht anhören. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber jetzt finde ich, ist sie wieder ein bisschen geerdeter vielleicht, ne? Auch so, dass sie sich politisch äußert oder so, aber das war, diese esoterische Zeit fand ich ein bisschen anstrengend. Und die ist immer anstrengend, glaube ich. Ja, das sowieso. Und in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da hat es für den ostdeutschen Fußballclub, den FC Union, die Vereinigung gesungen und komponiert, glaube ich. Und das ist ein ziemlich starkes Zeichen auch zum Osten sich aufzubekennen, kann man sagen. Genau. Ja, und die ist dann vielfältig aufgestellt. Ne? Also sie hat nicht nur dieses kosmische, religiöse, sondern sie macht dann eine Hymne für einen Fußballverein. Sie engagiert sich für wohltätige Zwecke. Sie macht Songs für ein Modelabel. Also so, die ist quasi jetzt gar nicht in eine Schublade zu stecken, sondern öffnet das Feld. Und einer dieser Kritiker hat gesagt, oder über sie geschrieben, sie ist ein ewiges Kind. Und dieses Kindliche bleibt ewig unverstellt. Und vielleicht, das macht es natürlich anstrengend, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn der Mensch so ist, dann... Hat so was Gutes da. Ja. Aber schön, dass du das mit der Hymne gebracht hast, Ist ja ein Kultclub, ne? Sozusagen ja, absolut. Ernst, was die Werte im Fußball angeht. Und Nina Hagen würde es ja nicht für Bayern München machen oder Hamburger SV, sondern
sondern sie sucht es für natürlich dann den richtigen Club, der für etwas steht. Ne? Und das finde ich dann wieder herausragend. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann würden wir das Interview für heute beenden zu Nina Hagen. Ich schalte nochmal um auf mich, bin wieder da und möchte nochmal, was Joachim auch am Ende des Interviews gesagt hatte, nochmal darauf hinweisen, dass wir in 2 Wochen uns wieder treffen, aber nicht an einem Freitag, sondern an einem Donnerstag, den 16. Juli und auch schon ein bisschen früher um 20 Uhr. Und dann geht es, ich glaube, wir könnten keinen größeren Gegensatz dann präsentieren. Es geht um dieses Urgestein Konrad Adenauer, den ersten Kanzler nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch von den Farben, also wenn ich jetzt Nina Hagen anschaue und dann an Adenauer, den ich ja schon kenne, ja, also ihr werdet überrascht sein, aber da gibt es natürlich auch sehr viel dazu zu sagen. So, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht kommt ihr auch mal nach Bamberg und seid hier mit uns in unserem kleinen Studio. Wir feiern jetzt hier noch ein bisschen und wünschen euch allen einen schönen Abend. Ich schalte noch mal um zu meinen Kollegen, die können noch mal winken. Und dann sage ich schon mal, ihr braucht noch nicht winken, ihr seid noch nicht da. Ich sage schon mal Tschüss und jetzt winken. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank. Wieder. Ciao.